Name ist Markus Schier, ich bin verantwortlich für die Folgegalerie als Center Manager. Wir kommen heute zu einem ganz besonderen Ereignis, nämlich Kunst im öffentlichen Raum zu versteigern für einen guten Zweck, und zwar für die Flüchtlingshilfe der Stadt Hagen. Heute kamen 31 Kunstobjekte, die ehemalig bei uns an den Staubwänden installiert waren, unter den Hammer. Werner Hahn vom Theater und der Oberbürgermeister haben das mit Bravour gemacht. Bieten Sie mit, der geht noch weiter. Reizen Sie ihn ein bisschen. 150 zum Ersten, 150 zum Zweiten und 160, sag ich doch. 160 zum Ersten, 160 zum Zweiten, 160, 160, 170. 170 zum Ersten, 170 zum Zweiten und 180. 180 zum Ersten, 180 zum Zweiten, 180, 190. 190 zum Ersten, 190 zum Zweiten und wenn da niemand mehr was dagegen hat, dann ist das Bild bei euch. 190 zum Dritten, herzlichen Glückwunsch. Hagen ist eine Kunststadt. Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren ist eine der wichtigsten Aufgaben, um einfach zu zeigen, zu repräsentieren, wie wichtig Kunst für den Menschen im Alltag ist. Eine Idee, die Karl-Ernst Osthaus vor über 100 Jahren schon in diese Stadt hereingebracht hat, für diese Stadt formuliert hat und die heute noch ihre hundertprozentige Berechtigung hat. Das einzige Original, das heute wirklich auf den Markt kommt, 170 zum Ersten zum 280. 180 zum Ersten, 180 zum Zweiten, 180 zum Zweiten, 180 zum Zweieinhalbten, 190. 190 zum Ersten, 190 zum Zweiten, 190, 100, 200 wäre schön. 190 zum Ersten, 190 zum Zweiten, 190, 190, 190, 190 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch, ist es bei Ihnen. Die Vollmer-Galerie hat in einer unvergleichlichen Weise Kunst in den öffentlichen Raum gebracht, hat während ihres Umbaus die Kunst in den Mittelpunkt gerückt und nicht den Umbau. Und so ist eine Synergie zwischen Publikum, Passanten und Kunst entstanden, die jetzt in dieser Versteigerung ihren Höhepunkt gefunden hat. 100, 100, 100, 150, 150 zum Ersten, 150 zum Zweiten und 150, 150, 150 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Viele Hagener haben sich dazu bewegen lassen, Kunst zu ersteigern aus dieser ganzen Rauminstallation, und haben damit ein Flüchtlingsprojekt unterstützt, das auch wieder typisch für Hagen ist. 270, 270, 280. 280 zum Ersten, 280 zum Zweiten, 280, 80, 80 zum Dritten. Herzlichen Glückwunsch. Der Hagener ist grundsätzlich ein Mensch, der zupackt und hilft. Mit dieser Aktion, bei der über 5.000 Euro jetzt insgesamt zusammengekommen sind, kann den Flüchtlingen gerade jetzt wieder in ihren neuen Unterkünften geholfen werden. Vielen Dank an alle, die das mitgestaltet und unterstützt haben.